So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen, denn wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Nach 100.000 Folgen ist mir aufgefallen, wie sinnlos das ist, dass ich immer, wenn ich was zu trinken teste, das in das auf die dicken Bierglas schütte, wenn ich eh nur ein Getränk habe. Das auf die dicken Bierglas mit dem großen Bild verdeckt ja das ganze Getränk. Sinnvoll ist es, den auf die dicken Bierkrug zu nehmen, wenn ich 5 verschiedene Sachen teste gegeneinander, dann alles zusammen in den Krug schütte und mit einmal trink. Das ist sinnvoll. Und das zweite, was sinnvoll ist, dieses Glas, wenn wir also nur ein Getränk haben, das einfach hier reinzuschenken und genüsslich dann zu testen. Und das werde ich versuchen, ab jetzt irgendwie umzusetzen, nachdem ich schon so viele Getränke verkackt habe, die leider in dem großen Glas untergegangen sind. Das hier weiß ich gar nicht, was das ist. Das hat Pupsi irgendwo mal bestellt im Internet. Das ist eine Flasche mit 25 Cent Pfand. Das ist Supporting Boslo Atlanta Children's Shelter. Binding Family Homelessness for 30 Years. So, distributed by Rap Snacks Inc. Das ist nämlich von Rap Snacks. Uwi Lemonade. Also irgendwie eine Limonade mit Uwi. Was ist Uwi? Keine Ahnung. Strawberry Watermelon. Naturally and artificially flavored. Kannst du nicht aussprechen. Hard work pays off, Lil Baby. Und wer Lil Baby ist, das ist wahrscheinlich wieder irgend so ein amerikanischer Rapper. Das ist der hier drauf. Und das ist halt einfach so ein komisches Getränk in der Flasche. Das machen wir jetzt mal auf. Hat auch gar nicht... Ich dachte, da ist Kohlensäure drin wahrscheinlich, weil es schon seit 1000 Jahren steht. Hat es auch gar nicht mehr gezischt. Wir riechen mal kurz. Soll also Erdbeer und Wassermelone sein. Wir nehmen mal einen ganz kurzen Hieb. Okay, es ist keine Limonade in dem Sinne, es ist keine Kohlensäure drin. Es schmeckt irgendwie süß, abgestanden. Mega nach Zucker, es ist auf jeden Fall kein Siro. Wassermelone merke ich gar nichts, Erdbeer merke ich, aber wässrige Erdbeer mit extremer Süße. Das ist doch einfach natürlich, ne? Und muss so sein. Ansonsten weiß ich nicht genau, was das darstellen soll, wer das ist, was sie da machen. Ist bestimmt wieder für einen guten Zweck. Deswegen füllen wir das Ganze jetzt hier ein. Also fürs Thumbnail hätte ich das ja eigentlich mal so auch in die Kamera halten müssen, fällt mir gerade auf. Ich habe das Thumbnail ja noch gar nicht gemacht. So, das ist das Thumbnail. Jetzt füllen wir den Rest noch ein und dann probieren wir mal das ganze Glas. Und vielleicht will Pupsi ja auch mal probieren oder Marie. Das heißt, ich muss hier einen Schluck zurücklassen, habe den Rest hier in diesem Glas. Dieses Glas sieht herrlich aus. Dann können wir es nochmal fürs Thumbnail hier reinhalten. Und dann gucken, welches von beiden wir nehmen. So, würde ich nicht nochmal kaufen. Ist einfach nur extrem süß. Sieht gut aus, aber ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht. Wird niemand kennen. Rap Snacks, Uwi, Lemonade, Strawberry, Watermelon mit dem Rapper drauf. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.